Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Zoe, stimmt's? Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist ein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Machen Sie auf! Hey! Hey, hier drüben! Hey! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein! Nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus! Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay, ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage.
Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey! Das Tor auf! Stopp! Das Tor aufmachen! Das Stopp! Tor auf! Ja. Scheiße, ich werde jeden einzelnen Feuer. Das. Du und ich. Oh ja. Wollen wir eine Spritztour machen? Nein. Ja. Nein. Scheiße! Junge, schau, was du angestellt hast! Scheißkerl!
Das ist nicht vorbei, weißt du? Gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Mein Daddy ist dir schwer gemacht. Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Thank you.
Magische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Jetzt setzt es aber was! Einmal Familie, immer Familie. Zum Teufel glaubst du, dass du hingehst? Schön, bleib genau da!